geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute schauen wir einen Huggy-Wuggy-Film um 3 Uhr nach. Freunde, ihr habt richtig gehört. Wir haben im Darknet nämlich einen Film über Huggy-Wuggy, dieses komische blaue Monster, gefunden. Und wenn man den um 3 Uhr nachts schaut, dann sollen ja wohl mega gruselige Dinge passieren. Aber, Freunde, wir sind wie immer nicht alleine hier mit dabei, sondern auch Vogelmann, wo bist du? Ah, ich hab's, Freunde, der schläft gerade bestimmt noch. Und ich hab da auch schon so eine Idee, Freunde, wir pranken ihn jetzt und das machen wir mit einer Konfettikanone. Die haben wir letztes Mal aus unserem riesen Geschenkestapel gezogen. Und jetzt probieren wir sie aus und wecken einfach Vogelmann damit auf. Aber gut, dann lass uns jetzt direkt mal zu ihm reingehen und oh mein Gott, hier schläft er auch schon. Einfach wie so ein Stein und jetzt wecken wir ihn mit der Konfettikanone auf. Okay, Freunde, wir blasten in 3, 2, 1 und let's go. Ah, was passiert hier? Wo bin ich? Ah, Hilfe. Oh mein Gott, it's a prank, Vogelmann. Du hast geschlafen und ich dachte, wir wecken dich einfach mal mit der Konfettikanone auf. Das ist voll gemein, Doktor, aber wir wollten doch einen Film schauen. Oh mein Gott, ja, wir schauen nämlich heute einen Huggy-Wuggy-Film. Aber lass uns dazu erstmal wieder in unseren Geschenkeraum zurückgehen. Wir haben heute nämlich mega viele Geschenke wieder für euch. Und die könnt ihr wieder mit Likes öffnen. Das heißt, wenn wir 5000 Likes erreichen, dann machen wir dieses Geschenk auf. Oder bei 10.000 Likes dieses riesen Mega-Geschenk hier. Freunde, gebt deswegen jetzt auf jeden Fall mal einen fetten Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Abonniert jetzt alle mal. Oh mein Gott, ja, dann können wir dieses Geschenk hier aufmachen, Freunde. Aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, let's go! Okay, Freunde, es ist mittlerweile 3 Uhr mitten in der Nacht und das ist die Zeit, wo wir den Huggy-Wuggy-Film anschauen können. Warte, was? Wir schauen einen Huggy-Wuggy-Film? Ganz genau, Vogelmann. Huggy-Wuggy ist einfach dieses blaue Monster, was wir im letzten Video sogar schon angerufen haben. Oh nein, auf keinen Fall schaue ich den. Nein, nein. Aber du musst mitmachen, Vogelmann. Nein, viel zu gruselig. Aber Vogelmann, es gibt Snacks. Nein, nein, nein. Warte, was? Habe ich da gerade Snacks gehört? Ja, du hast Snacks gehört. Wir haben nämlich mega viel Popcorn. Wow, ich liebe Popcorn. Ja, ja, aber dann musst du auch den Film mitschauen. Okay, okay, wenn es sein muss. Sehr gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir bereiten jetzt alles vor, damit der Film gleich läuft. Und sehen uns dann gleich drüben in unserem Kinosaal wieder. Bis gleich. Okay, Freunde, wir haben alles vorbereitet. Und hinter uns ist einfach jetzt auch schon das Logo von dem Film, nämlich Poppy Playtime. Oh mein Gott. Und darin soll einfach Huggy Wuggy zu sehen sein. Mir egal, ich will Popcorn. Okay, okay, hier ist dein Popcorn, Vogelmann. Aber dann lass uns jetzt auch direkt den Film starten. Bist du bereit? Ja, klar. Okay, ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, let's go. Und oh mein Gott, es fängt an. Oh, sieht man da schon Huggy Wuggy? Stopp, 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 mein Handy klingelt. Okay, okay, ich mach Pause, ich mach Pause. Okay, ich hab Pause gedrückt, aber was ist das für ein Alarm? Na, das ist der Geschenke-Alarm. Oh mein Gott, wir können schon ein Geschenk öffnen. Aber gut, dann lass uns jetzt ganz schnell nach den Geschenken schauen und in den Film schauen wir gleich weiter. Und das Popcorn kommt. Okay, okay, das nehmen wir mit. Okay, wir sind wieder bei den Geschenken, Freunde, und jetzt bin ich gespannt, welches Geschenk wir geknackt haben. Ist es vielleicht das mit den 10.000 Likes? Nein, das nicht, da brauchen wir noch Likes. Och Mann, okay, aber ist es vielleicht das mit dem Abonnieren? Ganz genau, Doktor, aber uns fehlt noch genau ein Abonnent. Oh mein Gott, da muss jetzt noch einer abonnieren. Das heißt, wenn du jetzt noch nicht abonniert hast, dann musst du jetzt nur noch ganz schnell kostenlos abonnieren und dann können wir das Geschenk öffnen. Ich bin schon so gespannt, was da Cooles drinnen ist. Oh mein Gott, du hast so recht, das ist schon übel mystisch, so blau. Und auch größer als die Geschenke, die wir letztes Mal aufgemacht haben. Wartet mal, ja, wir haben den einen Abonnent geknackt. Dann können wir jetzt dieses Abonnierengeschenk rausholen und öffnen. Okay, hier einmal raus. Und jetzt direkt auf unserem Geschenketisch öffnen. So, hier die Ecken aufmachen, hier auch noch. Oh mein Gott, es ist offen und was ist das? Oh mein Gott, das ist ja eine legendäre Fortnite Nintendo Switch. Und da die Geschenke für euch sind, Freunde, kann die einer von euch jetzt gewinnen. Schreibt einfach in die Kommentare, warum ihr sie haben wollt. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr diese legendäre Fortnite Nintendo Switch mit etwas Glück gewinnen können. Aber gut, Vogelmann, dann lass uns jetzt direkt wieder rübergehen und unseren Huggy-Wuggy-Film weiterschauen. Ja, der ist so mega gruselig. Okay, let's go. So, und wir sind wieder im Filmsaal, Freunde. Mit Popcorn. Ja, wir haben noch ganz viel Popcorn und ich würde sagen, wir drücken jetzt auch direkt wieder auf Play. Und let's go. Und oh mein Gott, da startet wieder der Film und oh, wir laufen da irgendwie rum, sind wir das und das Huggy-Wuggy. Der stand da einfach komisch mitten im Raum. Ja, oh mein Gott, wie krass. Aber was passiert da gerade? Mein Gott,
benutze deine Hände und was ist es? Da kommt irgend so ein Strahl. So wie ein Laserschwert. Oh mein Gott, ja, du hast recht, Vogelmann. Das ist so gruselig. Ist da hinten Hagiwagi? Oh mein Gott, werde nicht gefangen. Kommt Hagiwagi etwa zu uns hierher? Ich weiß es nicht, Vogelmann, aber schauen wir weiter. Ja, gute Idee. Oh mein Gott, jetzt ist deine Zeit gekommen. Und was ist das? Das ist so gruselig. Aber bisher haben wir noch kein Hagiwagi gesehen, oder? Nein, nur kurz in dem Raum. Ja, nur so eine Spielzeugfabrik, aber... Mein Gott, es geht weiter und ist da jetzt Hagiwagi! Ah, Pause, Pause, Pause! Wow, Freunde, da ist gerade einfach Hagiwagi im Film zu sehen und schaut mal, wie gruselig einfach aussieht. Was passiert hier, Vogelmann? Hast du Play gedrückt? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Oh mein Gott, das gibt's nicht! Und oh mein Gott, was ist das? Da kommt einfach gerade wieder das Poppy Playtime Logo und Freunde, das war nur das Intro vom Film. Der richtige Film hat noch nicht mal angefangen. Das war schon zu krass, lass uns abbrechen. Ja, ist vielleicht wirklich besser. Hast du das gehört? Ja, das war die Türklingel, oder doch? Ja, oh mein Gott, das muss doch die Türklingel gewesen sein. Dann lass uns jetzt direkt mal nachschauen. Komm, wir gehen jetzt direkt zur Eingangstür. Oh mein Gott, hier durch und dann sind wir auch gleich da. So, Tür auf und in den Flur und oh mein Gott, wir schauen einfach um 3 Uhr nachts in Hagiwagi-Film. Und es klingelt an der Tür. Findest du das nicht auch mystisch, Vogelmann? Ja, mega ultra gruselig. Oh mein Gott, ja, aber dann lass uns nachschauen in 3, 2, 1, let's go. Wartet mal. Hier draußen ist ja gar niemand. Hallo, hallo. Nee, absolut niemand. Dann lass uns jetzt direkt wieder reingehen, Vogelmann. War bestimmt nur ein Klingelstreich oder so. Das hat mir jetzt wirklich einen kleinen Schrecken eingejagt. Ich meine, ich dachte, Hagiwagi steht vor der Tür oder so. Aber gut, dann lass uns jetzt den Film weiterschauen. Okay, setzen wir uns hin. Ja, dann setzen wir uns jetzt direkt wieder hin. Oh mein Gott, was ist denn? Wow. Freunde, schaut mal, in unserem Popcorn ist irgend so ein grüner Glibber. Den haben wir da auch nicht reingetan oder so. Wie geht's? Der war einfach da, als wir hier reingekommen. Und der riecht... Boah, der riecht mega eklig. Die Popcorn können wir nicht mehr essen, Vogelmann. Och man, aber wie kommt da grüner Glibber drauf? Ja, mega blöd. Hast du das gehört, Vogelmann? Oh mein Gott, das war doch gerade wie so ein Grunzen oder so. Aber egal, lass uns jetzt am besten den Film weiterschauen. Und es geht weiter, Freunde. Wir haben wieder auf Play gedrückt. Und was ist es? Oh mein Gott, da kommt Hagiwagi. Und wie sieht der denn aus? Der lacht irgendwie so komisch. Ja, übel gruselig. Und der kommt auf einen zu. Und oh mein Gott, der lächelt so ganz gruselig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das für ein Jumpscare? Ich hab mich gerade so krass erschrocken. Ja, so gruselig, Freunde. Fandet ihr das auch so gruselig? Schreibt's mal in die Kommentare. Von der Skala von 1 bis 100. 1 ist gar nicht gruselig, 100 ist extrem gruselig. Stimmt ihr jetzt mal ab, wie gruselig ihr das Ganze gerade fandet? Ich mal, was war das? Da war doch irgend so ein Klopfen gerade. Da hat doch jemand geklopft. Und das doch hier an die Scheibe, oder? Lass uns mal hinhören, Freunde. Wow, da war's wieder. Das ist ja so gruselig, Freunde. Aber warte mal, kann das nicht Hagiwagi sein? Lass uns am besten mal vorsichtig aus dem Fenster schauen. Kommt, hier drüben ist das nächste Fenster. Ja, hier ist es, Freunde. Und wir öffnen das Ganze. Jetzt seid ihr bereit. Hoffentlich ist da nicht Hagiwagi draußen. Wir machen's auf in 3, 2, 1, let's go.